Was geht ab, Freunde? Stefan hier von FIFA und herzlich willkommen zur ersten Folge unserer neuen Pack Road to Glory. Ich bin bereit. Heute ist es wieder soweit. Wir starten endlich mit der ersten Folge unserer Pack Road to Glory. Wir geben jetzt hier unseren Namen ein, FF Pack RTG. Und die Abkürzung lautet, glaube ich, FFA für FIFA. Ich habe ja bei Facebook gefragt, wie ihr es sehen wolltet. Und die meisten, also ich denke mal, die meisten haben dafür gestimmt, dass wir mit Bronze anfangen. Und ich denke auch, dass das Ganze vernünftig ist. Weil wenn wir das nicht machen und wollen direkt Goldpacks ziehen oder so, dann brauchen wir erstmal 10 Episoden oder so, bis wir ein Goldpack haben. Deswegen fangen wir erstmal mit einem Bronze-Team an und versuchen uns dann hier Stück zu Stück mit den Packs hochzuarbeiten und ein immer besseres Team zu bekommen. Wir sehen hier unser Starter-Set. Natürlich 3 Goldspieler dabei, die werden wir jetzt alle rauspacken. Haben uns hier mal ein vernünftiges Bronze-Team gebaut, natürlich nur mit den Spielern, die wir auch im ersten Pack drin hatten. Kommen somit auf eine 89er Chemie, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also bin ich echt überrascht, dass wir direkt so eine gute Chemie haben. Und das Team besteht fast nur aus Engländern. Wir gehen da mal durch. Im Tor haben wir Price. Innenverteidigung besteht aus Naylor und Baldwin. Rechts haben wir, glaube ich, Love oder Löwe. Ich weiß es nicht, irgend so einen komischen Engländer. Links haben wir Chixon. Zentral defensiv Schofield. Vom Prison Break am Start Michael Schofield. Links im Mittelfeld haben wir dann Dot. Ich glaube, letztes Mal hatten wir Dots, aber das ist jetzt ein anderer. Da haben wir hier Lee noch als zentralen offensiven Mittelfeldspieler. Rechts haben wir Benson. Im Sturm haben wir Mwanga. Und dann natürlich noch Leitch Smith. So, das Team haben wir uns dann mal angeschaut und ich würde sagen, wir gehen dann auch direkt mal zum Shop und haben hier ein Belohnungsset, ein gratis Belohnungsset von EA. Danke, danke. Es ist zwar nur ein Bronze-Pack, aber warum nicht? Es sind, glaube ich, nur Spieler drin. Mal sehen, was wir so drin haben. Kriegen dann hier auch direkt mal eine schicke Trophäe. Und drin haben wir einen Spanier, Nagore. McDonald dann noch, einen Engländer, können wir auf jeden Fall gebrauchen. Cissé, Dö oder ich weiß es nicht, also komische Spieler, von denen habe ich noch nie was gehört. Ich weiß noch nicht, vielleicht kennt ihr da einige. Wheeler und ansonsten, ja, haben wir noch 2, 3 Deutsche, glaube ich, jetzt mit dazu genommen. Denn eventuell werden wir irgendwann mal ein deutsches Bronze-Team bauen, ich weiß es ja nicht so genau. So, dann gehen wir weiter, haben noch 897 Münzen und holen uns hier direkt ein weiteres Bronze-Set, denn wir brauchen Spieler, wir müssen unser Team verbessern und das können wir in der Pack Road to Glory, wie der Name schon sagt, für einige, die es vielleicht noch nicht wissen, nur mit Packs ziehen. Wir werden keine Spieler kaufen, auch nicht handeln, jedenfalls hatte ich das nicht vor. Ihr könnt ja mal alles in die Kommentare schreiben, wie ihr es wollt. Wir werden jetzt auf jeden Fall hier noch einige Spieler dazufügen, dann haben wir hier noch einen Manager-Vertrag. Irgendwelche Wappen, Trikots, müssen wir mal schauen, vielleicht wenden wir hier eins an. Das nehmen wir erstmal nicht, da wir hier 2 gelbe hatten ungefähr. Dann nehmen wir jetzt hier mal dieses blaue und wechseln das aus mit unserem Auswärtstrikot. Haben jetzt also ein gelbes oder orangenes und ein blaues. Und den Rest können wir dann eigentlich auch ablegen, ist nicht mehr wirklich was dabei. So, das haben wir dann auch gemacht und gehen jetzt direkt mal zu unserem Team. Wir haben ja einige Spieler gezogen, haben wir hier Doe, Spade, mal sehen, wen packen wir denn rein. Doe kommt auf jeden Fall mal rein für Baldwin war es, glaube ich. Der ist richtig schnell, 79 Tempo, auf jeden Fall ein richtig guter Mann. Spade kommt dann rein ins rechte Mittelfeld, passt zwar nicht so gut, aber schaut euch jetzt mal diesen Chemie-Boost an. 96 haben wir jetzt, wenn wir Spade und McDonald ändern, bringt das aber auch nichts. Deswegen kommt jetzt erstmal McDonald in den Sturm rein. Und ich würde sagen, wir fackeln dann auch gar nicht lange. Wollen hier direkt das erste Spiel im Online-Turnier bestreiten. Denn wenn wir jetzt die Liga anfangen, dann kriegen wir bestimmt richtig auf den Sack da von den Goldmannschaften. Ich glaube, das wäre nicht so wirklich gut. Deswegen versuchen wir es erstmal im Bronze-Turnier, obwohl ich davon ausgehe, dass da auch richtig gute Gegner bzw. richtig gute Bronzemannschaften am Start sein werden. Aber wir gucken uns das dann erstmal an. Wir haben unseren ersten Gegner gefunden und sein Team sieht gar nicht mal so schlecht aus. 4-3-3 in der Variante 5, 96er Chemie, sehr viele Polen, Österreicher, glaube ich, dabei gewesen. Und dann geht es auch direkt los mit der ersten Szene über den Gegner. Wir können den Ball dann abfangen über Leitch Smith. Was macht er nun? Geht dann rein in die gegnerische Hälfte. Kurz eine Ballrolle, wartet, bis sich da oben McDonald freiläuft. Der geht vorbei, aber dann einfach viel zu langsam mit dem Übersteiger. Das muss schneller gehen. Dann gehen wir aber auch direkt rein in die Nummer der Szene 2. Wir haben den Ball, fangen ihn ab und dann so ein dicker Fehlpass da. Bachelor nun. Der Bachelor macht ihn aber nicht rein. Was macht denn der Bachelor hier? Oh mein Gott. So, weiter geht's jetzt hier aber auch. 44 Minuten sind gespielt, bis wir uns hier den Ball abfangen. Mit Lee, der macht das wunderschön mit der Schusstäuschung. Bereitet dann den Ball schön vor für Dot. Der geht rein in die Mitte. Was macht er nun? Spielt den Pass auf Leitch Smith, der nur noch durchschieben muss. Aber der Ball kommt leider nicht durch. Und dann ist die Situation auch zunichte gemacht worden. Wir gehen rein in die 71. Minute. Der Gegner hier. Aber Naylor ist da und holt sich hier den Ball. Aber was macht er dann? Versucht zu klären. Das war aber leider nichts. Der Gegner hat nun den Ball und der
der bringt dann auch letztlich die Flanke rein. Da steht einer und es ist Grudzek mit dem 0:1. Meine Güte, da haben wir einmal nicht aufgepasst. Einmal ein kleiner Fehler und schon wird das Ganze bestraft. Aber wir lassen das nicht auf uns sitzen. 83 Minuten nun gespielt. Lake Smith mit dem wunderbaren Pass auf Michael Schofield. Und was macht er gegen den Pfosten? Mann, 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 da hätten wir die dicke Chance zum Ausgleich gehabt. Doch Schofield macht das da leider nicht. Also die Chance ist vertan, aber wir stecken nicht auf. Machen jetzt hier alles in der Offensive, gehen voll auf Druck. Der Gegner kommt da gar nicht klar, versucht den Ball ein bisschen hin und her zu spielen. Aber dann bekommen wir den Einwurf, denn der Gegner weiß einfach nicht, wo er hinspielen soll. Spade bringt dann den Ball ins Spiel rein zu Lee. Der leitet direkt weiter auf Lake Smith mit der Hacke. Wunderbar weiter auf Dort, der mit dem Finesse-Shot, aber der wird leider abgeblockt. Und dann ist auch diese Situation vorbei. Der Gegner stößt dann den Ball ab und leider verlieren wir das erste Spiel mit 0:1. Wir waren einfach lange Zeit zu passiv. Der Gegner hat das Spiel gemacht, war dann einmal vorne vorm Tor und wir hatten dann letztlich das Pech mit dem Pfostenschuss. Und dann werden wir ja auch noch rausgeworfen. Verstehen kann ich das Ganze nicht. Hier Abbruch, Modifikate, Multiplikator irgendwie zurückgesetzt. Naja, was soll's. Wir gehen dann auch direkt rein ins nächste Spiel, finden den Gegner diesmal aber einen Einzelspieler. Also kein Turniermodus. Denn ich denke mal, hier fahren wir einfach eine bessere Schiene. So, wir haben den nächsten Gegner gefunden, spielen jetzt im Forest Park Stadium. Und der hat schon zwei Goldspieler. Einmal Darida, glaube ich, von Freiburg ist drin, aber sonst nur eine 40er Chemie, also nichts Dolles. Wir gehen rein in die erste Szene hier bei McDonald. Spielt den Pass auf Lee, der setzt sich da leider nicht durch. Aber dann kommt der Ball zu McDonald, der weiter auf Lake Smith wunderbar weitergeleitet. Und Lee mit dem Lupfer, das ist das erste Tor für unsere Pack Road to Glory. Und jetzt schaut euch diesen Booty Shake an. Like Beyoncé, gebt euch diesen Arsch. Wunderbar gemacht von Lee. Schaut euch das an. Perfekt drüber gelobt. Das ist doch mal ein wunderschönes, erstes, überragendes Tor für unsere Mannschaft. Wir gehen dann auch rein direkt in die nächste Szene. Spite macht das hier wunderbar. Vernascht einfach mal zwei Spieler, geht mittendurch, dann leitet er weiter auf Lee. Und nun macht er den perfekten Pass auf Spade. Mit dem Kopf geht er rein. Nein, er kann noch kurz vor der Linie klären. Mann, 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 hier ist Spannung drin. Und dann kommt der Ball aber zurück zu Spade. Und jetzt, Junge, mach ihn rein, Spade. Hol ihn dir. Was macht er? Bringt die Flanke rein. Da ist Lake Smith mit der Direktabnahme zum 2:0. Lake Smith, der haut jetzt hier die Fäuste raus. Guckt euch das mal an. Bam, 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 bam. In die Fresse rein. Und nochmal eine Mitte geben. Perfekt gemacht. Damit also 2:0, unser zweites Tor in dieser Saison. Auf jeden Fall geht's jetzt weiter mit dem Gegner, der versucht hier mal einen Angriff einzuleiten, aber wir lassen uns das gar nicht gefallen. Spade holt sich hier den Ball, geht vorbei mit dem wunderschönen Hacke zu Hacke, zieht nochmal zurück, zieht nochmal vorbei, vernascht einfach die gesamte Hintermannschaft, bringt dann die Flanke, da steht doch einer, McDonald mit dem Kopfball, herrlicher Angriff und perfekt abgeschlossen vom Big Mac hier, McDonald mit dem 3:0. Und dann gucken wir uns das Tor nochmal an. Herrliche Flanke und kein Problem dafür, McDonald den Ball in den Winkel einzunetzen. Der Gegner versucht hier dann mal einen Angriff einzuleiten, aber irgendwie kam der so gar nicht in den Tritt. Lake Smith nun am Ball, macht das hier mit der Schusstäuschung nochmal in den 16er rein und dann der Finesse-Shot gegen die Latte. Ach du Scheiße. Jetzt gibt es hier also Chancen im Minutentakt und die darauf anschließende Ecke werden wir uns natürlich auch mal angucken. Reingebracht von Chixon, findet den Kopf von Naylor. Der Ball geht dann leider 2 Meter oder 1 Meter oder 50 Zentimeter am Tor vorbei. Wir gehen rein in die zweite Hälfte über Lake Smith, der leitet den Ball weiter auf Spade und der ist schnell, der geht vorbei an Germano, macht dann hier die Übersteiger in den 16er rein, vorbei nochmal mit dem Finesse-Shot, doch der findet leider nicht das Tor. Und dann sind wir auch schon in der 60. Minute, ich kann das irgendwie gerade gar nicht lesen. Auf jeden Fall kommt der Ball hier zu Schofield, der geht vorbei, die Linie entlang, zieht dann nochmal rein, jetzt mit den Übersteigern, geht vorbei, bringt die Flanke und da steht Lake Smith, der mit dem Kopf dann zum 4:0. Und dann haut er wieder seine Fäuste raus. Doch so wie der aussieht, gibt dem sogar der Sandsack. So, jetzt steht es also schon 4:0 und das muss die Entscheidung sein. Der Gegner hat einfach überhaupt keine Chance, hier irgendeinen Angriff vielleicht mal einzuleiten. McDonald geht dann vorbei mit den Übersteigern, leitet den Ball weiter zu Lake Smith. Der versucht es dann mit einem Lupfer, doch der Torwart ist zur Stelle und der darauf folgende Kopfball von Spade landet auch in seinen Armen. Wir gehen rein in die letzte Szene und dann ist das Spiel auch vorbei. Wir feiern hier unseren ersten Sieg. 4:0 das Ganze sogar. Also das war wirklich, wir haben den Gegner niedergerollt. Der hatte überhaupt keine Chance. Kriegen hier 617 Münzen und das feiern wir dann auch direkt mit einem Bronzeset, mit einem Premium-Bronzeset für 750 Münzen. Schauen wir mal, ob wir uns hier eine weitere Verstärkung für unser Team holen können. Und wir haben drin, schauen wir uns das mal an. Ich kenne ihn wahrscheinlich sowieso nicht, aber es ist irgendein Ström, Wahlström. So, ein Schwede, dann haben wir noch Ficken. Wie heißt der Ficken, Cha?
Fickencha? Nee, heißt der wirklich Fickencha? Das gibt's doch nicht. So, ja, und dann war's das eigentlich auch schon soweit von dieser Episode. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. 1000 Likes wären einfach überragend von euch, Freunde. Das war's soweit von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!